Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute mal aus dem Inneren der Azuru, denn es ist spät abends oder spät in der Nacht und das ist für mich eigentlich immer die Zeit, wo ich am besten diese Filme schneiden kann, denn der Geräuschpegel ums Boot herum ist am geringsten und es steht niemand vor der Tür, der irgendwas von mir möchte. Zum anderen sitze ich auch genau vor dem letzten Projekt, was wir hier in der Azuru gemacht haben. Das kann ich euch aber noch nicht so wirklich genau zeigen, weil mir noch so ein paar Kleinigkeiten fehlen. Es ist noch nicht endgültig fertig und von daher warte ich noch mit den ersten Bildern. Euch gibt es aber die Gelegenheit, einen nagelneuen oder gut wie nagelneuen Gasherd zu kaufen. Denn wir haben vor Abfahrt in Vorkum, als wir losgefahren sind, einen neuen Gasherd noch in die Azuru eingebaut. Moni hat 2-3 Mal drauf gekocht und hat auch 2-3 Mal versucht, einen Kuchen zu backen. Aber wir haben festgestellt, Moni und Gasöfen, das passt irgendwie nicht so gut. Von daher haben wir ihn jetzt wieder ausgebaut und er ist zu erwerben. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder. Und zwar könnt ihr diesen Ofen beim Nedri Marine Shop euch angucken, wenn ihr hier in der Gegend seid oder demnächst in der Gegend seid. Der wird da also, auch wenn wir nicht mehr an der Azuru sind, anzugucken sein und zu kaufen zu sein. Ihr seht ja die Maße, die habe ich euch ja jetzt eingeblendet. Also wenn ihr Interesse habt an diesem Backofen, bitte gerne, freut uns, wenn er in gute Hände kommt. Und wie gesagt, er ist eigentlich neu. Wir haben den gleichen Ofen jetzt immer noch im Shop gesehen, in Nedri, für mehr als ein Vielfaches mehr als das, was wir dafür haben möchten. So, aktuell steht jetzt, während ihr das seht, die Azuru schon an Land. Also hier ist der Herbst angekommen. Seit gestern steht die Azuru an Land. Und Moni und ich sind eigentlich schon in Athen. Springen wir aber mit der 101. Folge zurück in das Frühjahr oder in den Start des Sommers. Ende Mai sind wir in Benizis hier angekommen beim letzten Mal. Wir zeigen euch jetzt noch mal ein paar Bilder von Benizis. Dann nehmen wir euch mit von Korfu hier einmal die Küste runter nach Paxos. Paxos werden wir als erstes in die Bucht Laka gehen, das ist hier oben. Dann werden wir euch mitnehmen nach Gaios, das ist irgendwie hier, da wo der Rote Kreis ist. Und wir fahren nach Logos, ein kleines Fischerdörfchen, ganz süß, tolle Restaurants. So, also, genug geredet. Ich habe ja gesagt, ich baue den Film für euch zusammen. Und von daher würde ich sagen, schauen wir uns doch mal zusammen an, was ich bislang gemacht habe. Viel Spaß damit. Der Sommer ist da und wir sind immer noch im kleinen Hafen von Benizis. All das, was sie direkt daneben gebaut haben, was alles zum Hafenbereich gehört, sieht schon richtig, richtig gut aus. Und wenn denn die Saison hier auch noch gestartet ist, dann denke ich, ist das wirklich ein toller Ort zum Chillen. Man muss allerdings ein Plätzchen im Hafen bekommen. Ja, der Badestrand direkt am Hafen, das ist ein eindeutiges Zeichen, dass die Saison für die Griechen noch nicht gestartet ist. Aber schaut mal im Hintergrund, was ist das neblig? Normalerweise wäre dort das Festland. Der letzte Abend ist für uns angebrochen und wir machen uns auf in die nahegelegene Bar, wo wir häufiger gewesen sind und nehmen noch einen schönen Abschiedsdrink, bevor es am nächsten Tag weitergeht.
Ja, wir starten von Benizis, gehen an der Ostküste entlang über die große Bucht und hinein in die Nordbucht von Paxos in die Bucht Laka. Hier seht ihr noch einige Bilder von der Südspitze von Korfu und auf der linken Seite sieht man schon die Insel Paxos. Dort kommen wir an und die Dreamlife wartet schon auf uns. Nun kommen die Azure rein. Kopfhörer. Ein Ankerplatz ist schnell gefunden und ich bitte euch, sieht sie nicht einfach gut aus? Und dann noch diese Bucht. Jawoll, das ist doch alle Mühe schon wert gewesen. Genau das, weswegen wir hergekommen sind. Türkisfarbenes Wasser, Beachbars. Und ich muss nicht mal tauchen, um zu gucken, ob mein Anker richtig eingefahren ist. Mega! Hey, ihr sollt uns nicht versenken. Hey, Opa! Hier spielt Sau. Hier spielt Sau. Das war's. Läuft ja bei euch. Das läuft. Hast du das gesehen? Da ist das Seemannsknoten. Nee, der Faden ist gerissen. Ja. Veraltetes Material. Nachdem wir die Azuro auf Schäden untersucht haben, wegen dieser doch eindeutig absichtlichen Rammversuche der Dreamlife Crew, ging es dann erstmal rüber in das Städtchen auf dem Begrüßungscafé, bevor wir uns dann später auf den Booten für den Abend fertig gemacht haben.
Ja, was soll ich sagen? Lecker gegessen und einen leckeren Wein dazu getrunken. Und als wir zurückgekommen sind, Junge, 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 welches der Dingis war jetzt nochmal das unsrige? Aber, naja, egal. Auf der linken Seite gibt's noch was zu trinken. Also gucken wir mal, wie hier der Wein schmeckt. Ach ja, der nächste Morgen. Nach kurzem Check, ob das Dingi da ist und einem ausführlichen Blick auf den Ankeralarm, was unser Boot heute Nacht so getrieben hat, hat sich dann auch Besuch eingestellt. Thomas von der Fata Morgana, wir haben vor anderthalb Jahren in Amerima einen Brief für ihn mitgenommen und jetzt konnten wir ihn endlich in die Hand drücken. Unglaublich. Und dazu kommt auch noch, Moni ist entschlossen, sie will baden. Mach eine schlanke Figur. Oh. Alter, das ist doch tödlich. Du wirst doch da jetzt nicht reinspringen, oder? Warte, ich muss mich mal drehen. Das ist echt sowieso, wie man sich auf so einer Leiter nur drehen kann. Unfassbar. Boah, kalt. Die Gänsehaut sehe ich bis hier. Moni, mach das nicht. Du, das nicht. Du kriegst einen Herzinfarkt. Sehr irre. Boah. Ich kann da nicht hingucken. Ich auch. Oh, oh, oh. Nee, jetzt friere ich auch. Schönen Dank auch. Oh, ja, Hilfe. Komm da raus. Ist einer von euch Rettungsschwimmer? Geht doch. Aber wer mich kennt, sagt jetzt, das sagt der Richtige. Aber auch sie musste sich erstmal aufwärmen. Ach, was soll ich euch sagen? Endlich keine Routenplanung mehr, kein Wetterchecken, keine Tidenberechnung, nicht gucken, wo sind die Orcas, kommen wir da heile durch. Endlich einfach nur genießen. Und genau das tun wir jetzt. Wir checken erstmal die Beachbar aus. Endlich griechischer Salat, Tzatziki, Souvlaki, frisches Brot und das mit diesem Ambiente. Einfach nur lecker. Danach checken wir noch mal ein bisschen den Ort aus. Zum Abend hin haben wir dann sehr schnell ein nettes Lokal gefunden für den Sundowner im Hafen von Lacca. Furchtbar, wenn morgens Menschen schon so sportlich sind.
Am heutigen Tag geht zusammen mit Moni, Conny und Helmut nach Gaios. Die Hauptstadt der Insel ist in einer großen Bucht gelegen, wo es so aussieht, als wenn man da noch eine Insel reingeschoben hat. Und da entsteht so ein ganz schmaler Kanal. Darin ist der Hafen von Gaios versteckt. Ziemlich sicher und eigentlich auch ein ganz nettes Städtchen, wenn man sich jetzt hier mal so umschaut. Wer von euch auch mal vorhat, hier nach Gaios zu kommen und hier im Hafen sich anzulegen, achtet bitte drauf, an den gelb markierten Kanten dürft ihr euch nicht anlegen. Die sind für die Fischer und für die Fähren gedacht. An allen anderen Plätzen könnt ihr gerne, meist hilft auch ein netter Restaurantbesitzer beim Anlegen. Es macht wirklich Spaß, hier am Hafen in einem Restaurant zu sitzen, etwas zu trinken und dem Hafenkino zuzuschauen. Aber hier bei uns in der Bucht ist auch schön. Einige Tage später ist wieder das Taxi da und es geht nach Logos. Kleines Städtchen mit tollen Restaurants und Katzen, die einem beim Ansinnen, wenn man so übers Meer schaut, helfen. Sind auch schnell bestellt, werden per Express in diesen Kartons geliefert. Siehste, jetzt hast es gehört. Wir haben es nicht leicht hier. Aber damit der Tag nicht ganz so schwer weitergeht, machen wir jetzt erstmal ein bisschen Dinghy-Fun. Wir schubbeln so ein bisschen mit unserem Dinghy hier mal durch die Gegend und danach gehen wir an Land. Wir wollen uns tatsächlich zu Fuß, wirklich zu Fuß, die Insel von oben angucken. Oh mein Gott. Jappadabadu!
Ich weiß gar nicht, wie ich es so beschreiben soll, aber ich habe irgendwie immer ein Kribbeln im Bauch. Ne? Wenn man jetzt überlegt, so schön hier und wir können das jeden Tag sehen und so lange, wie wir wollen jetzt, ohne irgendwelchen Zeitdruck, ist doch mega. Und wenn ihr das auch mal erleben wollt, wir haben hier oben auf dem Berg diese Apartmenthäuschen hier gesehen. Wir haben das einfach mal für euch abfotografiert. Wir verdienen da nichts dran, in keiner Weise oder so, aber wir fanden es wirklich toll mit einer tollen Aussicht über die Bucht. Vielleicht könnt ihr ja selbst mal nachschauen. Und dann würdet ihr diesen Blick haben. So schön diese Lackerbucht ist, aber es zieht uns jetzt erstmal weiter Richtung Süden. Wir wollen noch ein wenig weiter südwärts vorankommen, bevor wir umdrehen müssen, um zurück nach Korfu zu fahren. Ihr wisst ja, wir bekommen dort Besuch. Ganz sicher ist auf jeden Fall, dass wir diese Bucht nicht das letzte Mal gesehen haben. Dazu ist sie viel zu schön, dass man das nur einmal besuchen wird. Wo es jetzt hingehen wird, werdet ihr nächste Woche sehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße von Moni und mir von der Crew der Azuro.